Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Mystery Boxing Spezial. Spezial deswegen, weil, wie man sieht, es ist kein Karton. Was ist es denn? Ein Mrä. Kennt ihr Mrä schon? Das ist ein Meal Ready to Eat. Ja, das ist also eine Notfallnahrung und in dem Fall Warfighter Recommended. Oh, wisst ihr was? Ich habe das Falsche genommen. Kack. Und zwar ein Meal Ready to Eat Complete Meal von der Firma mrestar.com, made in USA, also in den Vereinigten Staaten. Der Geschmack ist Vegetarian Chili, ja, und das ist so ein bisschen jetzt auch meine Spezialität. Ich weiß, es gibt viele, die die MREs testen, ja, und alles Survival und hast du nicht gesehen, aber meine Spezialität ist pflanzlich, ja. Und ich weiß, vegetarisch heißt normalerweise, dass da auch andere Tierprodukte drin sind, wie Milch und so weiter, also Kuhmilch und Käse und hast du nicht gesehen. Aber ich versuche, so wenig Tierprodukte wie möglich zu finden. Für diejenigen von euch, für die das auch interessant ist, herzlichen Glückwunsch. Für diejenigen von euch, für die das weniger interessant ist, probiert sie trotzdem, weil sie werden trotzdem schmecken und sie sind wahrscheinlich gar nicht allzu ungesund. Ich habe mal kurz auf die Inhaltsliste geguckt und es ist kein Tierprodukt drin. Also das ist vegan. Ja, vegan. Warum teste ich die Dinger? Habt ihr euch mal 2020 angeguckt? Deswegen, ja. Aktionismus, Restaurants werden geschlossen. Wann die Läden schließen, weiß kein Mensch. Ja, das heißt, Notfälle können passieren. Und ich meine, es hat ja auch schon mal Stromausfälle gegeben. Jetzt stellt euch mal vor, wir haben einen Stromausfall von 1000 Wochen, so circa am Stück, und dann hat man keinen Supermarkt mehr, der öffnen kann, weil die elektrischen Türe gehen ja beim Stromausfall nicht auf, das wisst ihr. Deswegen ist es gut, wenn man sowas hat. Ich meine, man kann es natürlich auch im Camping benutzen, wir haben ja auch ein Wohnmobil, da war das vielleicht auch ganz sinnvoll, und auf Wanderungen. Und das Coole an diesem ist, diese Tüte ist für einen ganzen Tag. Und es ist angeblich alles drin, was man braucht. Also auch, um es zu erwärmen. Ja, das Ready to Eat. Versteht ihr? Ist das nicht schön? Und die Preise von diesen MREs, also von dieser Notfallnahrung, wie übrigens in diesem Fall für Militär und Zivilisation hergestellt wurde von der Firma MRE Star. Ja, ich habe mal geguckt, wenn ich das in den USA bestellt hätte, hätte man pro Paket 7,50 Euro bezahlt. Natürlich, Versand ist dann sehr, sehr teuer. Ich habe jetzt bekommen 10 Stück für 129, also pro Stück 12,98 Euro, was schon ziemlich teuer ist. Und ich habe geguckt, hinten drauf, Mindesthaltbarkeitsdatum ist im Dezember 2020 abgelaufen und ich habe es im Januar bestellt, also 2021. Das heißt, der nette Verkäufer, nämlich, ich erwähne es mal, ich weiß nicht, darf man sowas erwähnen? Ich erwähne es nicht. Aber dieser nette Verkäufer hat mir etwas geschickt, was schon abgelaufen war. Und nach einer Beschwerde hat er gesagt, ja, deswegen habe ich doch zwei extra reingetan in den Karton. Meine Frage, du bist auf hoher See, du ertrinkst fast. Was hättest du lieber? 5 Rettungsboote mit Loch oder ein Rettungsboot ohne Löcher? Nur so eine Frage. Okay, wollen wir es öffnen? Natürlich wollen wir. Ich habe ja auch ein paar Schüsseln und Gläser und so weiter. Denn in diesem Pack ist, wie ja schon drin stand, ich hoffe, man kriegt es überhaupt auf, hier steht Peelable Seal. Was ist ein Peelable Seal? Also ein aufpoolbares Siegel. Ich versuche mal es zu poolen, weil hier ist mehr drin als nur das Essen. Und das werden wir gleich sehen. Hier seht ihr das? Es öffnet sich. Es ist wirklich ein Peelable Seal. Und jetzt, passt auf, jetzt wird es interessant. Hier drin ist nämlich nicht nur ein Essen, nicht nur ein Essen. Essen ist eine Nahrung, sondern auch ein Löffel, ein Taschentüchlein, also eine Serviette. Oh, guck mal, das stand nicht mal drauf. Hier ist ja noch Bonusmaterial drin. Schaut mal. Also ich finde, sowas finde ich immer schön, wenn da einfach ein paar Sachen drin sind, mit denen man nicht rechnet. Zum Beispiel diese Süßigkeiten. Ich glaube, die standen hinten nicht mal drauf. Lass mich mal nachprüfen. Oder sind das die Zuckerkekse, glaube ich, ehrlich gesagt nicht. Ich glaube nicht, dass das sieht so. Ich glaube, das ist ein Bonusmaterial. So, dieser Löffel ist Plastik. Und wenn man unterwegs ist im Wald,
und man kriegt Plastiklöffel in Plastiktüten, ist das eigentlich nicht so gut. Hier ist Pfeffer und Salz. Hier ist Carne Sugar, also eine Zuckerstange in aufgelöseter Form. Ein Moist-Toilette. Also feuchtes Toilettenpapier eindeutig. Und jetzt wird's cool. Okay, hier ist das erste, was nicht vegan ist. Also hinfort, Schnöder. Es ist nämlich Kuhmilchpulver. Aber hier habe ich noch Instant Coffee. Jetzt weiß ich, was ich vergessen habe. Ich wollte nämlich Wasser vorbereiten. Ich Eiersalat. Das werde ich nachholen müssen. Aber ich mache schon mal das Kaffeepulver hier hinein, denn wir wollen ja testen, ob es schmeckt. Wie macht man den denn auf? Hier ist ja nirgends ein Aufreißer. Hier ist auch nirgends ein... Okay. Wie gesagt, dieses Paket ist abgelaufen seit... Ist es? Es ging nur gerade noch um den Beutel. Es hätte ja auch Sojamilch in Pulverform sein können. Wer weiß das schon? Von denen manipuliertem Soja, dass die Kühe nichts zu essen kriegen, sondern nur die Veganer. Dieses Paket lässt sich nicht so gut öffnen. Also das ist auf jeden Fall nicht peelable. Aber Kaffeepulver wird nicht schlecht, oder? Naja, er ist auf jeden Fall in Stückchenform mittlerweile. Dafür ist er deep rich, also tiefreich. Naja, also es macht jetzt nicht den frischesten Eindruck, meine Lieben. Da klebt auch ein bisschen was. So ist es also, wenn ein Haltbarkeitsdatum abgelaufen ist. Ich hole mal kurz heißes Wasser, während ihr mal ganz tief in die Tasse schaut. Nein, jetzt ist aber nicht. Kreis nicht. Egal, ich werde es probieren und heute Nacht zur Strafe nicht schlafen können. Denn ich kann immer, ich werde von Kaffee niemals munter, aber ich kann auch nicht mehr schlafen. Ich hatte ja einen Löffel hier, warum hole ich einen Löffel? Ich bin fort. Ich nutze natürlich das Krams von hier. Also das Wasser ist jetzt natürlich nicht kochend heiß. Ich mache mal einen starken Kaffee, komm. Also hier klebt mir immer noch was vom Kaffee. Ist das ein bisschen... Wow! Okay, probieren. Aber schmeckt. Ja, ist okay. Bisschen dünn. Hä? Das ist ja so dünn. Okay, weiter bei den interessanten Sachen. Jetzt gucken wir mal rein in unser schönes Paket. Nächste kleine Sache ist Lemonade Flavored Drink Mix. So, pass auf, jetzt geht's nämlich los. Den machen wir uns gleich. Und zwar ist da auch isotonisch wahrscheinlich. Schaut mal. Jetzt habe ich natürlich kein Wasser. Wisst ihr, was hier fehlt? Ich hätte ja cool gefunden, wenn die hier in dieses Paket ein Päckchen Instant-Wasser reingemacht hätten. Kennt ihr Instant-Wasser? Instant-Wasser ins Glas und Wasser drüber, fertig ist das Instant-Wasser. So, wo haben wir denn mal dichtes Wasser hier? So, da wollen wir es auch in einem Bierglas. Ich hätte auch einfach das Glas mitnehmen können unter dem Wasserhahn. Aber das macht wahrscheinlich nichts. So, gut, na dann. Auf, lasst uns gucken, was die Limo so sagt. Ich glaube, die ist ein bisschen sehr stark jetzt. Ne? Ich hätte vielleicht ein bisschen weniger reinmachen sollen. Aber ist das nicht schön, dass man gleich zu seinem Mahl noch eine Limo erhält? So, und jetzt mit dem gleichen Löffel umrühren. Aber vorher natürlich den Kaffee begleichen. So. Einzige Manko ist natürlich ready to eat my ass. Ja, wenn ich kein Glas habe, was mache ich denn dann? Im Urwald. Oder wo auch immer man Camping macht. Schmeckt aber. Kannst ja auch mal nippen. So, was haben wir noch? Mini con pasa genus. Achso, sorry. Der Melange, den Nut and Raisin Mix. So. Also Nüsschen. Die werde ich heute Abend knabbern zum Film. Und die kommen jetzt hier in dieses Schüsselchen.
Ich könnte mir vorstellen, dass die Kleinen auch sich davon was schnappen. Schau mal, das war nämlich das, was so geraschelt hat. Oh, mit Sonnenblumenkernen und Oliven wollte ich schon sagen, also Rosinen. Mhm. Oh, Mandeln sind wohl auch drin. Also geht noch. Hier steht auch selber kein Datum drauf, glaube ich. Schauen wir mal. Okay. Mir schmeckt aber. Also nicht so, wie man es gewohnt ist vielleicht. Aber ich meine, das könnte man ja zum Frühstück essen. Ich meine, es ist ja für den Tag gedacht, ne? Dann wäre das hier das Frühstück. Und das hier ist natürlich auch das Frühstück. Kann man sich auf ein Brötchen schmieren. Obwohl, Brötchen hat man ja nicht. Man hat ja nur, was in diesem Paket drin ist. Und zwar Sugar Cookies. Na, ist das cool? Das wäre dann die nächste Schüssel. Das zählt dann auch zum Frühstück nämlich an. Ich meine, man kann sich natürlich auch über den Tag verteilt gönnen. Oh, schaut mal, die sehen ja schön aus. Vier schöne Sugar Cookies. Und den isst man am besten natürlich. Oh, der hier ist zerbrochen, aber macht ja nichts. Den isst man am besten zu seinem Kaffee. Hm. Und hier könnte Butter drin sein. Das schmeckt nach Butter. Und Zitrone. Es hat einen Haufen Zitrone. Willst du schauen wegen Butter? Na, dann gib mir mal den Keks. Wir machen hier mal. Pflanzenfresser gucken immer auf die Rückseiten von Produkten. Das muss euch mal, müsst ihr mal im Supermarkt gucken. Wenn ihr jemanden seht, der am Regal steht so, dann ist es ein Pflanzenfresser. Und das trotz meiner unheimlichen Reißzähne, ja, die dafür gemacht sind, dass ich den Tieren an den Nacken springe und ihnen das rohe Fleisch vom Körper reiße. Trotzdem. Guck mal, Dried Fruit Mix. Das heißt, man hier doch allerhand, oder? Also Nüsschen, Kekschen, Früchtchen. Guck mal, hier ist sowas Ingwer oder was? Wollt ihr mal reinschauen? So geschwefeltes oder was auch immer. Doch, das ist cool. Oh ja, Bananenchips. Bananenchips. Oh, dann schreibt mal hinten drauf. Lass mal schauen. Hier sind drin Bananen, Papaya. Alexander Markus singt sein Lied dazu. Pineapple und Tartazine. Was ist das denn? Tartazine? Das ist die Frau von Tarzana? Okay, ey, pass auf. Eigentlich könnte man ja mal die Kekse hier, den darfst du mal. Könnte man ja mal hier sein Dings reintun, dann könnt ihr euch das auch mal anschauen in Ruhe. Ruhe! So. Also ich finde schon mal erstaunlich, dass hier allerhand drin ist, ne? Oh, aber das war's schon. Das jetzt kommt der Hauptgang. Das war's. Aber was? Also beschweren kann ich mich nicht. Der Kaffee ist da. Aber er ist wirklich dünn. Es ist erstaunlich, ja? Und ich habe schon so wenig genommen. Der Kameramann knuspert hier, oder die Kameradame. Wenn die Kamera jetzt so wackelt, dann wisst ihr warum. So, schaut her. Das ist es. Es ist ein bisschen zerquetscht, aber mein Gott, das ist ja nur der Pappkarton. Do not heat pouch in microwave. So, jetzt pass auf. Jetzt kommt nämlich der Spaß an der Sache. Seht ihr das hier? Das ist nämlich das Coole. Man reißt das auf. Warte mal. Tear here to insert meal pouch. Und die Pouch ist natürlich hier drin. So, das ist die Pouch. Ich frage mich, warum die das extra nochmal hier reintun. Wahrscheinlich wegen dem bedruckten Ding. So, okay. Pass auf, ich verstehe es nicht so ganz. Achso, das macht das Essen wahrscheinlich nachher leichter. Und dann hat man hier einen, wo man dann rauslöffelt. Und dann kann man es noch mal ein bisschen weiter aufmachen später, würde ich jetzt so einschätzen. Aber jetzt guck mal, das ist das Coole hier. Man hat hier so eine Streifen drin. Also man öffnet oben, ganz oben, hier. Schwupp, das mache ich mal. Das ist witzig. Aber es ist natürlich auch eine ganze Menge Plastikdreck. So, dann muss man Wasser bis... Hier steht es, fill to between... The Lines. So viel Wasser soll man reinfüllen. Jetzt habe ich natürlich das ganze Wasser schon aufgebraucht, ich würde. Aber ich lese erstmal zu Ende, sorry. Dann folden. Ach, wartet mal, guckt mal, den tut man hier wieder rein. Das ist anders.
Also, ich habe es anders gesehen. Ich hatte es so gesehen, dass man... Okay. Fold over. Heater underneath. Okay, pass auf. Man macht es also so. Man legt das dann so hier rein. Drauf. Das hier drüber. Und dann kommt es wieder hier rein. Okay, probiere ich aus. Und ihr schaut zu. Sekündchen. Und mal das Wasser. Die Spannung steigt. Noch ist zu wenig. Ah. Ne, zu viel, verdammt. Ah! Schweinerei. Okay, jetzt haben wir's. Sieht gut aus. Wird's schon warm? Mal schauen. Und ich denke mal, dass diese... So. Und man soll es dann wieder da reinschieben, wenn ich es richtig gesehen habe. Fold over top und wieder reinschieben. Das wird schwierig, aber es wird warm, Leute. Boah, ist das Bananen. Ich weiß nicht, wie die sich das vorstellen, dass man das da wieder reinschieben soll, weil der Bag ist ja digger. Weißt du? Der Bag ist ja digger als der Fiat. Gleich verbrenne ich mich bestimmt. Wie soll man das machen? Hat da überhaupt mal jemand nachgedacht? Jetzt läuft hier schon das Wasser raus. Das ist doch eine Scheiße hier. Verdammter Mist. So, so warte mal. Doch, ich glaube, ich hab's. Mit ein bisschen... Oh, seht ihr das? Es ist eine Riesenschweinerei. Egal. Ein Spaß für die ganze Familie. So, also. Lesen wir doch mal vor, während es hier wärmt. Ich fühle mal, ja, es wird schon warm. Chili Vegetariano. Warte mal, auf der Dings stand es auf Deutsch. Lass uns mal auf Deutsch lesen. So, das macht es nämlich ein bisschen leichter. Vor allen Dingen, hört ihr das? Das schäumt so. Also, wie nennt man das Geräusch? Rauscht. So, die haben übrigens schwarz auf dunkelbraun gedruckt. Das macht es nicht leichter. Zutaten sind also von diesem vegetarischen Chili, Wasser, zerkleinerte Tomaten, Wassertomatenpüree, Kidneybone, Salz, Zitronensäure, texturiertes Sojaprotein, Sojaproteinkonzentrat, Zuckercouleur, modifizierte Stärke, Chilipulver, getrocknete Zwiebeln, Zucker, Senfmehl, Knoblauchpuder, gemahlener roter Pfeffer, Gewürze, Allergene. Achso, sorry, allergene Zutaten, Sojasenf. Ich dachte, Allergene wäre ein Inhalt. Hör mal, wird richtig warm, wie so eine Wärmflasche. Spannend. Sehr spannend. Derweil noch ein... Hast du mir meinen Keks weggemummelt? Verdammt, jetzt ist mein Keks weg. Die anderen Kekse will ich aber noch verschenken. Dann esse ich mal ein bisschen von dem Ding hier. Zum Kaffee. Das ist natürlich die Frage, die ich nicht beantworten kann. Würde das für den ganzen Tag reichen? Gerade wenn man auf Wanderschaft ist. Ich meine, es ist cool. Alles gut, ja. Und ich meine, es ist abgelaufen und schmeckt dafür noch ganz gut. Ich meine, gerade wenn es einen Monat abgelaufen ist, also das Mindesthaltbarkeitsdatum einen Monat abgelaufen ist von einem fast hermetisch, wie nennt man es, hermetisch verschlossenen Teil, dann darf da nicht viel passieren. Nee, ich glaube, hier fehlt jetzt noch ein Essen, eine volle Mahlzeit. Ne? Vielleicht ist es auch gar nicht komplett für einen Tag gedacht. Ich meine, gut, es ist auch nicht als Tagespaket deklariert. Es ist als Complete Meal deklariert. Und für ein Complete Meal ist es verdammt viel. Aber für ein Tagespaket wäre es zu wenig. So, ja. Oh, Vorsicht, da unten ist es richtig heiß. Also ich fasse es nicht an. Ich hatte nicht gelesen, wie lange man es jetzt da drin lassen soll. Muss man es irgendwann auch noch wenden eigentlich? Würde Sinn machen, oder? Das stinkt ganz schön. Riechst du das? Das riecht so nach heißem Plastik oder so. Vielleicht sollte man doch lieber die Anleitung bis zu Ende lesen. Nächstes Mal.
Ich war so aufgeregt. Aber ich habe extra ein Schüsselchen. Man kann natürlich auch aus der Tüte essen, also da braucht man wirklich keine Schüssel. Aber mit dem Kaffee wäre das nicht gegangen. Also den Kaffee hätte man nicht einfach aus dem Müll da hinten und so. Achso, warte mal, war das, was war denn da drin? Achso, das war das, nee, das da. Da waren die Nüsschen oder was? Achso, das war die Limo. Die Limo. Aus dem schönen Oculus Start Glas. Wenn das nicht beweist, dass ich Spiele mache, dann weiß ich auch nicht. So, nee, oben ist es wirklich nicht warm. Es ist wirklich nur warm unten drunter. Und jetzt bin ich neugierig. Also es ist wirklich dieses Ding, was stinkt. Und es ist ein bisschen auch das Wasser jetzt in das... Oh, ich will mich nicht verbrennen. Aber jetzt will ich es wissen. Nee, jetzt ist auf der anderen Seite kalt. Also nochmal so rum rein. Dass es von beiden Seiten mal gebraten wird. Ja? Aber es rauscht jetzt auch nicht mehr. Ne? Ich glaube jetzt ist es, das war's dann. Das war's dann. Mehr Hitze wird man da wahrscheinlich nicht rauskriegen. Gut, dann. Ja, jetzt ist es auch nicht mehr wirklich heiß. Aber es ist immer noch warm. Kannst du mal fühlen. Schwupp, na dann. Dann bin ich gespannt. 15. 15, nee, aber nee. Ich lasse es jetzt so. Man kann es ja auch später noch auf dem Gaskocher aufwärmen oder so. Jeden Camper hat ja auch einen Gaskocher dabei. Oder ein Lagerfeuer. Hm? Sowas? So, ich krieg's jetzt nicht alles nach unten gequetscht, also das wird gleich wahrscheinlich eine Schweinerei. Müssen wir jetzt durch. Und ich krieg's nicht mal auf! Doch, jetzt! Oh. Achtung! Trommelwirbel. Boah. Sieht ein bisschen aus wie Hundefutter, hä? Also das ist jetzt sowas wie Chili Sin Carne, würde ich sagen. Weil es sind ja Kidneybohnen drin. Und es ist ja auch... Aber es lässt sich ein bisschen schwierig aus der Tüte extrahieren, würde ich sagen. Es riecht jedoch in Ordnung. Ich muss mal nachher noch ein bisschen das herauspulen. Das mache ich jetzt mal nicht. Schaut mal rein. Hier, so richtig. Ja? Ah! Heiß! Okay, aber schaut trotzdem mal hier rein. Ich habe jetzt natürlich rumgesaut. Also das ist noch nicht ganz heiß, würde ich sagen. Aber ist okay, ist warm. So, let's probieren. Trommelwirbel, weil das ist ja der Hauptgang. Ist warm genug. Es ist würzig. Obwohl, das Wasser ist so gut wie weg. Nee, doch. Ist jetzt nicht das beste Essen, was ich in meinem Leben je gegessen habe, aber ich habe auch schon schlechtere Fertiggerichte gegessen. Also, da es ja eine Notnahrung ist, ja, also für einen Notfall, guck mal, das dampft hier richtig. Oh. Soll ich mich vielleicht doch mal das hier ein bisschen wärmen? So. Also das Ding hat es in sich. Es funktioniert, ja. Also das Heizen funktioniert. Das ist hier richtig am... Hier, guck. Guck. Das ist jetzt auch noch ein Heiz. Nee, aber wie gesagt, für eine Notfallnahrung kann man machen. Kann man definitiv machen. Der Überraschungseffekt ist natürlich das Schönste, ist ein bisschen wie Weihnachten, Geschenke auspacken. Bloß wenn man jetzt 10 davon hat, von der gleichen Sorte, dann ist ja keine Überraschung mehr. Trotz alledem, für ein Meal, was es ja angeblich ist, also ich würde sagen einen halben Tag kriegt man damit ganz sicher rum. Wenn nicht noch mehr. Weißt du? Nur vielleicht nicht, wenn man wirklich hardcore wandert. Es sei denn, man ist bescheiden und geübt. Gut, das war's von mir.
Wenn euch die Folge gefallen hat und ihr gerne noch weitere von diesen Notfallnahrungen anschauen wollt, dann lasst es mich wissen. Wenn es euch nicht interessiert, lasst es mich auch wissen. Die Chance ist allerdings groß, dass ich mir noch ein paar anschaue, weil ich habe schon welche gekauft. Habt ihr schon solche Dinger getestet? Schreibt gerne in die Kommentare eure Erfahrungen. Und falls ihr noch etwas habt, was ich auspacken soll, dann lasst es mich wissen. Dann packe ich es aus. Und falls ihr noch andere Notfallnahrungen habt, die pflanzlich sind, immer her damit. Bis zur nächsten Folge von Mystery Boxing.